Hallo, ich bin's der Jens von Optionsstrategien TV und heute sprechen wir mal über den Optionsverfallstag. Heute ist der 15. Mai 2015, das ist der dritte Freitag im Monat und am dritten Freitag im Monat verfallen immer die Optionen, also das ist so dieser Standard-Optionsverfallstag. Und ihr seht mich jetzt hier gerade vor einer wunderbaren Kulisse. Ich bin gerade in Südtirol im Urlaub. Das heißt, ich habe heute nicht gehandelt und das wird jetzt einige verwundern, denn man denkt ja immer, dass Optionshändler unbedingt auf den Optionsverfallstag schauen müssen, dass da nochmal ganz viel Bewegung kommt, dass man da nochmal ganz viel machen kann. Aber letztendlich ist das so ein bisschen das wird immer so gesagt, aber in der Realität stimmt das gar nicht. Was passiert eigentlich an so einem Optionsverfallstag? Am Optionsverfallstag, also gerade wenn es dieser Standardverfallstag ist, verfallen eben Indexoptionen, es verfallen Aktienoptionen, ETF-Optionen, also eine ganze Menge Optionen verfallen halt gleichzeitig. Und manchmal ist es noch so, jetzt nicht unbedingt hier gerade im Mai, aber noch alle drei Monate, also im März, im Juni, im September und im Dezember, da verfallen an diesem Tag dann auch noch etliche Futures und das ist dann das, was man diesen Hexensabbat nennt, also diesen Tag, wo wirklich ganz, ganz viel passiert. Und bei vielen Händlern, vor allen Dingen vielen Neueinsteigern, herrscht immer so diese Vorstellung vor, dass das ein ganz besonders wichtiger Tag wäre und dass man da unbedingt dabei sein müsste und dass da noch ganz, ganz viel passiert. Jetzt muss man sich aber mal überlegen, warum könnte denn an so einem Tag noch viel passieren und warum passiert es denn dann in der Realität nicht? Und Fakt ist eins, dass natürlich sehr viele große institutionelle Händler an diesen oder zum Verfallstag hin natürlich Optionen gehandelt haben und oftmals nicht so wie wir jetzt diese Optionen noch vor dem Verfallstag rausnehmen, sondern sehr oft darauf auch spekulieren, dass die Optionen verfallen. Und so kann es tatsächlich passieren, dass zum Beispiel bestimmte Levels im Markt verteidigt werden. Also nehmen wir mal an, wir bleiben mal beim S&P beispielsweise, jetzt wären am Preis von 2000 ganz, ganz viele Put-Optionen geschrieben wurden von den Institutionellen und der Preis würde um roundabout 2000 pendeln. Dann möchten natürlich die Institutionellen, dass diese Optionen wertlos verfallen und das heißt, mit der Kraft, die sie haben, mit der finanziellen Kraft, die sie haben, machen sie dann eins, dass sie zum Verfallsmoment hin, also je nachdem, wann der genau am Tag ist, dass sie dann beispielsweise den Future noch ein bisschen nach oben drücken, also da langt wenige Punkte, dass da eben von mir aus bei 2001 verfällt, damit ihre, oder beziehungsweise bei 2001 dann endet, damit dann ihre Optionen bei 2000 auch wirklich verfallen. Und nun gibt es einige Händler, die sagen, okay, wir schauen uns an, wo liegen denn im Markt besonders viele Optionen, also wo ist besonders viel geschrieben, an welchen Strikes, und wenn diese Strikes dann gebrochen werden, dann müssen diese großen Institutionellen eindecken und dann kann es eben zu einer starken Bewegung kommen. Also beispielsweise S&P wäre jetzt bei 2000 so eine relevante Marke und die würde nach unten gebrochen. Dann müssten diese ganzen Händler sich hedgen, müssten sich eindecken und dann würden wir eben sehr schnell nochmal 10 Punkte oder 20 Punkte nach unten gehen aufgrund dieser Eindeckung. Das ist eine schöne Theorie und das mag auch hin und wieder funktionieren, aber in der Praxis mehrheitlich passiert sowas nicht, denn die meisten Bewegungen, das kann man auch statistisch nachvollziehen, passiert eigentlich in der Woche vor dem Verfallstag. Das heißt also, die großen institutionellen Händler, diejenigen, die wirklich die Märkte bewegen, die haben in der Regel schon eine Woche zuvor ihre Positionen so angepasst, haben sich so gehedged, dass sie dem Verfallstag relativ locker entgegensehen. Und ihr könnt das selbst mal beobachten, meistens ist es gar nicht so, dass am Verfallstag so wahnsinnig viel passiert. Meistens ist der Verfallstag relativ ruhig. Wenn man sehr ins Detail geht, sieht man auch, dass vielleicht der Mittwoch und der Donnerstag davor ein bisschen mehr Bewegung bringt. Aber der Verfallstag selbst ist dann eigentlich relativ, da passiert eigentlich nicht allzu viel. So, und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ich persönlich auf Verfallstage überhaupt kein Augenmerk richte, sondern für mich ist es ein ganz normaler Handelstag. Und wenn er halt so ist wie heute, dass ich im Urlaub bin, dann schaue ich mal ganz kurz rein, ob irgendwas an den Märkten ist. Und wenn eben nichts ist, dann mache ich auch nichts. Aber ich muss jetzt nicht diesen Tag jetzt wie wild vor dem Rechner verbringen und sagen, oh, da passiert irgendwas Verrücktes, weil in der Regel passiert eben nichts. Das war's von mir. Viele Grüße aus Tirol, demnächst wieder direkt bei uns aus dem Büro und aus Deutschland. Also bis bald, macht's gut und bye bye.